Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, heute gedenken wir des heiligen Norbert von Xanten. Norbert war der zweite Sohn in seiner Familie in Xanten, trat dort den Kanonikern bei und als Subdiakon in den Dienst des Erzbischofs von Köln. Als solcher wurde auch Begleiter Heinrich des V., der versuchte, vom Papst die Krönung zu erzwingen. Mit den Schriften von Papst Gregor dem VII. Vertraut, wandte er sich immer mehr der Buße und einem asketischeren Leben zu und auch der Lehre eines Wanderpredigers. Man datiert das Jahr 1115, wo er gleich Paulus vom Pferd gestürzt sei und damit immer mehr zur Erkenntnis gelangt sei, also auch ein Erlebnis gehabt hätte. Und er sagt selber über sein Leben: Ich war bei Hofe, ich war im Kloster, ich stand in kirchlichen Würden, und überall machte ich die Erfahrung, dass es nichts Besseres gibt, als ganz auf Gott ausgerichtet zu sein. Er dreht sein Leben um. Ihm wird auch, ihm ist das Leben der Kanoniker zu weltlich. Er gründet selbst Klöster, das erste auf einem Pratum Demonstratum, einer gezeigten Wiese. Auf Französisch heißt es dann Prémontré, und daher kommt auch der Name der Prémonstratenser. Er ist eigentlich ein Wanderprediger, der immer wieder auch, wenn er wohin kommt, im weißen Büßergewand, das er angelegt hat, aus dem die heutige Habit der Prémonstratenser geworden ist. Er gründet Klöster im Rahmen seines Wanderpredigertums, kommt schließlich wieder zurück nach Hause, hat dazwischen auch abgelehnt Bischofswürden, aber letztlich nimmt er die Würde des Erzbischofs von Magdeburg an, wo er auch ein Prämonstratenser Kloster etabliert. Dort selbst findet er dann letztlich nach seinem Tod, 1134, seine letzte Ruhestätte, die aber dann im Zuge der Reformationskriege in Wahrheit verlagert wird. Er hat bis Polen gewirkt, weil Magdeburg hatte auch unter sich Polen. Und auch bis in Böhmen hinein. Das merkt man daran, dass er mittlerweile einer der Patrone Böhmens ist, auf der Prager Brücke zwischen König Wenzel und König Sigismund steht. In Österreich sind die Prämonstratenser im Stift Geras vertreten, im Stift Schlegel, das manche vielleicht eher vom Bier her kennen, und im Stift Wilten in Innsbruck. Der heilige Paulus wendet sich heute dringlich an Timotheus, indem er ihn auffordert: Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Eigentlich etwas, was in seinen Wanderpredigten der heilige Norbert auch vertreten hat. Denn er macht auch darauf aufmerksam, dass eine Zeit kommen wird, wo sich die Menschen ihre eigenen Lehren versuchen auszusuchen, das, was sie hören wollen, sich lieber Legenden anvertrauen. Kommt uns das nicht bekannt vor? Findet das nicht genauso heute statt, wenn man uns manche Dinge
säkular-humanitär nahebringen will, auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Begriffe aus der Lehre verlässt oder verlassen will. Er fordert Timotheus aus, sozusagen nüchtern zu sein. Nüchtern, das kommt 11-mal vor in den verschiedenen Schriften bei Petrus, die ebenso heißt frei sein von geistiger, seelischer Trunkenheit, vom Überschwang, von Leidenschaft, von Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Wahrscheinlich auch gemeint damit Ehrsucht, Ruhmsucht, alle diese Dinge. Er sagt ihm noch einmal, stehe fest in der Verkündigung der Lehre, denn ich werde jetzt meinen letzten Weg gehen. Und da kommt das berühmte Pauluswort, ich habe meinen guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten, nun liegt der Siegeskranz für mich bereit. Jener Siegeskranz, den alle erhalten werden, die Gott lieben und ihm gefolgt sind. Jesus zeigt uns dazu einen Vergleich und ein Bild auf. Im Markus-Evangelium erfahren wir das. Er zeigt die Pharisäer, die umherschreiten in langen Gewändern, die jeden Ehrenplatz in der Synagoge und an Festtafeln wollen, die aber die Häuser der Witwen fressen, zum Scheingebete sprechen. Diese werden ein umso schweres Gericht empfangen. Das ist vielleicht auch etwas, was wir als Diakone, Priester uns immer wieder zu Gemüte führen müssen, dass es nicht darum geht, den Ehrenplatz einzunehmen, sondern dass es darum geht, die Lehre vermitteln, so wie Paulus es gesagt hat, auch dastehen müssen und die Werke der Barmherzigkeit üben. Und zum Vergleich setzt Jesus die Witwe, die zwei kleine Geldstücke, einen Groschen ungefähr oder weniger als einen Cent einwirft und sagt, die hat wirklich geopfert, denn sie hat geopfert, was sie alles gehabt hat. Diese arme Witwe hat an den Opferkasten hineingeworfen, mehr als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas vom Überfluss gegeben. Diese Frau hat alles gegeben. Und dazu sagt uns Papst Franziskus, Gott wiegt eben die Dinge anders als wir Menschen. Denken wir daran, im Sinne der Witwe zu geben, was wir geben können, in den Werken der Barmherzigkeit, in der Lehre festzustehen, auch wenn wir von Theorien der Zeit, von Lehren der Zeit fast überrollt werden. Dann können vielleicht auch wir einmal sagen wie Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Ziel des Laufs erreicht, ich habe am Glauben festgehalten.